Ich hoffe, dass es bis zum Ende eng bleibt und wir ein dramatisches Finish erleben. Ich glaube, ihr geht weiterhin an die Pelicans. Oh, oh mein Gott! Die Kamera war falsch rum. Einen wunderschönen guten Morgen aus Miami wünsche ich euch, Leute. Welcome to Miami. Bienvenue à Paris. Wir sind gar nicht mehr in Paris. Und Jadama. Leute, es windet, es ist laut. Und deswegen einfach nur hier. Das erwartet euch heute in dem Vlog. Wann ist unsere Warm-up-Time? 10 vor. Okay, also ist bald soweit. So Freunde, bevor es zum Spiel geht, wollen wir aber natürlich erstmal frühstücken und dazu gehen wir in die Lincoln Road. Wir sind schon in der Lincoln Road und zwar gehen wir zu Paul's, denn da schmeckt es sehr, sehr nice. I'd like to have the sandwich Atlantic. Okay. And here or to go? To eat here. What kind of drinks do you have? Fresh orange juice, or we have apple juice or lemonade? I think I'll take some orange juice. Yes, Freunde, das sieht doch gut aus. Zwei kleine Lachs-Sandwiches, Orangensaft und ein Fruchtsalat. Wisst ihr was, Freunde? Wir haben noch gar nicht drüber geredet, wer jetzt heute Abend gewinnen wird. Wir fragen einfach mal, ob wir vielleicht ein paar Einheimische sehen. Excuse me, sir. Hey, what's up, man? Hey, how you doing? Where are you from? From Germany. Hey. My uncle went to Frankfurt once. You know Frankfurt? I know Frankfurt. Nice. Yes. Awesome. Yeah. Okay. Amazing. So tonight the Heat play the Pelicans. Yeah, man. I know. Yeah. What's your take on the game? Who do you think is gonna win? I would like to say the Heat. Okay. But I know that the Pelicans are missing Zion and Brandon Ingram, and that's often a trap game for the favorite team. We have a real expert here. No, but I think I'm gonna go with the Pelicans. Okay. Just my gut feeling. Thank you, sir. Okay, you're welcome. Das hier ist, glaube ich, die Scarface Villa. So, Freunde, da haben wir doch die Arena. Wir sind an der FTX Arena, die Arena der Miami Heat, die einfach nur wunderschön ist, vor allem hier auch gelegen in der Biscayne Bay mit diesen unglaublichen Condos. Es redet die ganze Zeit so eine Stimme. Ich habe jetzt extra gewartet, aber es läuft die ganze Zeit durch. Deswegen denkt sie euch einfach weg. Wir sind hier für die Pels gegen die Heat und wir müssen uns jetzt unsere Media Credentials abholen. Die einen schicken dich dahin, die anderen schicken dich dahin. Jetzt wurde ich nochmal zu einem anderen Eingang geschickt, vielleicht ist es der jetzt. Ich hab's gefunden, ja. Was ich mittlerweile sagen muss, was ein bisschen schade ist, dass man das Gefühl hat, hier wird langsam jeder reingelassen, was diese Akkreditierungen und so angeht. Ich gucke mir das gerade an und da stehen dann solche Leute und so. Ich weiß nicht, ob das sein muss. Ich weiß nicht, ob das sein muss, Leute. Sag nochmal deine Einschätzung zu CJ, was hast du gerade gesagt? Er ist extrem smooth, ich liebe sein Game. Hier wirft sich gerade die Zukunft ein. Da hinten Dyson Daniels, hier Herb Jones und da Trey Murphy. Dyson ist, glaube ich, fertig. Oh, hier kommt der Dank. Nice. Und er macht ihn auch. Jawohl, danke für das Bild, Jungs. Was hast du gerade gesagt, Sivas? Ich habe mir die Retired Jerseys angeschaut. Das sind 5 Stück. Yes. Relativ wenig, aber die gibt es noch als junge Franchise. Und dann habe ich mich gefragt, werden die wohl LeBron retiren? Und eigentlich müssen sie es machen, oder? Also ich würde ehrlicherweise sagen, man muss ihn retiren. Du hast 2 Titel mit ihm, 2 Finals-MVPs. Regular-Season-MVPs. 2 Regular-Season-MVPs, 2013. Möglicherweise der beste Basketballspieler aller Zeiten. Also eigentlich musst du sie ihm geben, oder? Safe. Hey, Leute, schreibt mal in die Kommentare, sollten die Heat mit LeBron's Jersey retiren oder nicht? Schau mal, wen wir da haben, Leute. Grand Theft Alvarado. Immer aufpassen, wenn er an dem Spot am Court ist. Wenn ihr ihn dann nicht seht, dann sieht er euch. Aber so langsam könnte jetzt auch mal unsere Zeit kommen. Wann ist unsere Warm-Up-Time? 10 vor. Okay, also ist bald soweit. Freunde, für euch fängt das Spiel gerade an. Für mich ist es schon vorbei. Und mein treuer Begleiter ist natürlich Wife. Und ihr wisst längst Bescheid. Ist eine vollwertige Trinkmahlzeit. Kann man sich immer überall reinsnacken. Und vor allem das Schöne ist, wenn man mal wenig Zeit hat. Oder wenn man einfach insgesamt so ein bisschen Zeit sparen möchte in seinem Alltag, dann kann man sich damit wirklich wunderbar sättigen. Es gibt viele verschiedene Geschmäcker. Ich nehme es mir immer mal gerne mit, schon bevor es die Collab gab. Deswegen freue ich mich extrem, dass die Zusammenarbeit jetzt für Miami geklappt hat. Ihr habt natürlich den Link unten in der Infobox und mit dem Code KobeYouTube bekommt ihr nochmal 10% auf euer erstes Probierpaket oder alle anderen Produkte, abgesehen von den Abos. Checkt's gerne aus, Link und Rabattcode unten verlinkt und jetzt viel Spaß beim Game.
Okay, Freunde, Warm-up ist jetzt leider vorbei. Wir werden jetzt einmal in die Katakomben gehen und gucken, ob wir was zu essen finden. Ey, hier hinter den Kulissen ist auch so viel los, Alter. So viele Leute sind hier. Läuft, Hamburger bekommen, Hotdog bekommen. Tomate fällt was runter. Jetzt noch was zu trinken. So sieht's aus. Sebastian, guten Appetit. Guten an euch alle. Guten. Haben wir Plätze gefunden? Plätze? Mega gut, oder? Schaut mal. Also, viel mehr kann man nicht dran sein. Die Jungs da wollen unbedingt, dass Tyler Heroes sie entdeckt. Und deswegen schreien sie da und Tyler Heroes. Pelicans sehr beeindruckend. Ohne Zion, ohne Ingram. Geile Defense. Auch vorne sieht das nice aus. Also, ich bin gar nicht beeindruckt. Offense der Heat. Ah, Katastrophe. Wow. Alter. CJ McCollum. Wenn ihr ein NBA-Spiel geht, Leute, dann achtet drauf, wenn ihr ein Nachmittagsspiel habt, dann werdet ihr sehen, dass es sehr, sehr family-friendly gehalten ist. Also seht ihr hier zum Beispiel, dass diese Kinder hier aufgereiht stehen, damit sie die Heat-Player einmal abklatschen können, wenn die aus der Umkleide wiederkommen. Und insgesamt gibt es die ganze Zeit sehr, sehr viele Sachen für die Kinder zum Entertainment. Man hört es natürlich auch an der Musik, bei Lil Baby weiß man, ist sehr kinderfreundlich. Achtung, das klarste Foul des Abends, aber kein Film. Das ist komplett Foul. Ja, plötzlich ein komplett ausgeglichenes Spiel, Mitte des dritten Viertels, sieht mit einem krassen Run. Was ist dein Take jetzt zum Ende des Spiels? Was glaubst du, wer es macht? Also erstmal Low-Scoring Game. Beide Teams haben Probleme zu scoren. Ich hoffe, dass es bis zum Ende eng bleibt und wir ein dramatisches Finish erleben. Ich glaube, ihr geht weiterhin an die Pelicans. Oh! Oh mein Gott! Oh shit! Die Kamera war falsch rum. Point guard John Trotty alongside. And the slap. Pelicans bench gets ready at the free throw line. He's one of those kind of guys. Yeah!
Oh! Noch 15 Sekunden. Miami führt mit 2 Punkten. Die Phillies zum Playboy von dir. Wer macht bei den Pelicans? Isolation für CJ. Und ich sage, er geht zur Overtime. Also nur ein Zweier. Okay, ich sage Isolation CJ. Er wird gedoppelt, er muss den Ball abgeben. Auf einen der Youngstars und der macht den Zweier rein. Das ist mein Wort. Mit dem Ball rein. Shit. Oladipo trifft nur einen, es gibt noch eine Chance. Okay, trifft er beide, ist das Spiel vorbei. Trifft der eine, dann hat Klaus noch eine Chance. Oladipo. Macht er. Siebers aus Deutschland? I'm from Germany, yes. Near Frankfurt. Siebers hat das sehr entdeckt. Mal gucken, ob er noch was kriegt. Er wird eigentlich schon abgebaut. Boah, das sieht doch ganz gut aus. Ja, das sieht doch gut aus, Mann. Kann man machen, oder? Letzter Teller für dich. Letzter Teller, let's go. Komm, gönn dir. Hey Freunde, und damit endet der Vlog heute auch für uns. Wir sind jetzt noch in die Sportsbar gegangen, werden uns hier ein paar Burger reinziehen und natürlich NFL Playoffs genießen. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei Siebes auf dem Kanal. Da werden wir dann was gucken. Heat Celtics, wird auch crazy. Auf jeden Fall abchecken, dann auf Siebes Kanal. Haut rein, Leute. Ciao.